Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, es ist ziemlich spät. Ich würde sagen, bevor wir überhaupt anfangen, legen wir uns erstmal schlafen. Lassen die Welt ein bisschen refreshen. Und wir haben ja im letzten Part... Wow. Erstmal hier das große Füttern. Die Honigslimes freuen sich schon. Eine gute Mango. Kommt. Lecker Mango, ihr kleinen Äffchen. So. Die Katzen sind hungrig wie Sau. Die Hunters wahrscheinlich auch. Schauen wir mal, wie schaut es hier aus? Popo-mäßig. Ja, läuft. Gucken wir erstmal hier, was wir chicken-technisch haben. Fast enttäuschend. Gehen wir mal ganz kurz hier in unser Gebiet, holen uns hier ein paar Hühner. Ich hoffe, hier gibt es ein paar Free-Hühner. Ja, gibt das. Gleich mal hier 5. Ein paar Früchtchen. Oh, das ist so geil, dass man hier direkt Free Stuff kriegt. Also das ist richtig, richtig nice, Leute. Weil damit kann ich halt auch unsere Rosanen ein bisschen füttern. Irgendwo höre ich noch Hühner. So. Hühner. Bock. Blop. Ey, die Geräusche sind einfach super gewählt. So. Haben wir hier noch? Nichts. Blop und plop. Komm her. Ey, hier sind Hühner. Das ist der Wahnsinn, Leute. Und irgendwo höre ich immer noch eins. Ich glaube, das war Wahnsinn. Ey, was die Hühner sind, Leute. Das reicht jetzt aber auch. Mal hier noch ein paar Früchtchen mit. Na gut, wenn sie sich mir jetzt schon so präsentieren, dann nehme ich sie auch mit. 1 habe ich doch jetzt gerade weggeschleudert. Alter Schwede. Ich bin gleich voll. So, ich bin voll. Brutal. Gut. Gehen wir füttern. Fressenszeit. Okay. Ein paar können wir direkt hierher tun. So, das sollte eigentlich reichen, oder? Dann... Hunter. Kätzchen. Das Kätzchen darf natürlich gleich wieder weg. Und das Pupu nehmen wir gleich mit. Was, das tue ich jetzt auch noch ganz kurz hier. Weil... Ihr kriegt noch ein bisschen was. Bei euch läuft's auch. Und ihr, meine kleinen Lumpen, kriegt ein paar Pogos. Ein paar Karotten. So. Und jetzt sollte doch genug da sein. So, dann können wir hier ein bisschen Pupu-Control machen. Nice, Leute. Richtig schön viel Kacker von den Teich-Slimies. So. Die Jäger lassen wir natürlich hier. Ich will auf jeden Fall noch mehrere Jäger haben. So. So. Und ihr seid wieder glücklich. Das freut mich. Dann holen wir uns mal das Pupu hier. Vielleicht sollten wir mal so einen Pupu-Kollektor bauen. Wäre fast eine Idee. Da habe ich noch eins gesehen. Seid ihr schlecht gelaunt? Aber warum? Habt ihr nicht alle was zu essen gekriegt? Okay, bringen wir es erstmal weg. Schauen wir mal, was es bringt. Oh, Rosanna ist wieder gestiegen im Kurs.
Oh, Wasser ist auch wieder gestiegen. Sehr schön. Jäger ist geblieben und Mietz steigt auch wieder. Oh, Honig ist auch wieder gestiegen bei 37. Fette Sache, Leute. Hier die Mangos nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob das die letzte Ernte war. Kann man das irgendwie überprüfen? Wie lange der noch hält? Ich bin mir nicht sicher, ob da noch was. Ob da noch was kommt. Ich würde fast gern. Das ist halt echt scheiße, Leute. Ich weiß es halt gerade nicht. Kostet mich das was? Ja, 10. Scheiß drauf. Tu mal eine neue rein und wissen wir zumindest, dass es eine Zeit lang hält. Okay, jetzt machen wir hier. Hier machen wir jetzt Kohle ohne Ende, Leute. So. Noch eine Mango. Bringen wir erstmal das erste Honigpupu weg. Oh, Leute, 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 Leute. Holen wir hier nochmal ein bisschen Pupu. Ein bisschen Honigpupu. Ey, schaut euch das mal an. Wahnsinn. Und hier hinten habe ich noch eins gesehen. Wahnsinn, Leute. Also das bringt richtig, richtig Zaster. Cool. Das bedeutet, du, nein, kriegst jetzt auch endlich dein Fangnetz. Was kostet dir der hier? Ah. Kaufen. Plot Sammler kaufen. Kaufen. Und bei den Honig-Junkies machen wir das auch. Und kaufen. Ich denke, das entspannt die Sache auf jeden Fall. So. Hier läuft's. Dann haben wir das hier gleich nochmal weg. Bei unseren Hühnchen, wie schaut's da aus? Ja, läuft. So, den Gockel raus. Hier nochmal kurz füttern und danach gehen wir nochmal. Danach gehen wir nochmal auf die Jagd. Was mich interessieren würde, und zwar, wir haben doch dieses Portal freigeschaltet. Ist das ein One-Way-Ticket oder können wir damit in beide Richtungen? Das wäre nämlich echt geil, wenn ich in zwei Richtungen könnte. Oh yes, baby. Geilomatico. Das ist kein One-Way-Ticket. Weil das erspart uns nämlich schon brutal viel Weg. Und dann schauen wir mal, was wir da noch Schönes finden. Und irgendwann mal müssten wir uns hier nochmal um den Slime kümmern. Andererseits, scheiß drauf, brauchen wir jetzt gerade nicht. Düsenantrieb. Jetpack-Verbesserung. Nice, 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 nice. Gönnen wir uns auch gleich. Hier sind auch noch die Hühner und... Der Rock Slime. So, einmal nochmal hier hoch. Vielleicht finden wir nochmal ein paar Honig-Slimes. Ich würde gerne nochmal einen Pfützenschleim mitnehmen. Einfach aus dem Grund, wir bauen uns nochmal einen Teich. Weil die Viecher haben halt absolut... Die machen überhaupt gar keinen Aufwand. Ja, entspann dich, Alter.
Und einen solchen nehmen wir uns auch mal. Einen Knallslime nehmen wir uns auch mit. Die nehmen hier gemütlich ein Bad. Also jetzt kriege ich gerade Hühner ohne Ende. Hähne würde es jetzt gerade ohne Ende geben. Klar, ich brauche es ja nicht mehr. Jetzt kommt schon Boost. Boost, Boost, Boost. So. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Nope. Ein Hunter Slime wäre halt jetzt nochmal eine feine Sache. Davon haben wir halt auch so wenig. Mangos haben wir noch. Oh, was war denn der Weg zum Hunter? War das hier unten lang? Na, hier ist nur die Schatzkiste, genau. Oh, das Gebiet ist so verwirrend. So groß, dass man einfach sich echt easy verlaufen kann. Also wegen einem Knallslime habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Okay. Ob das eine gute Idee ist, den mitzunehmen, der macht doch sicher Ärger. Okay, das tat auf jeden Fall schon mal echt weh. Na, jetzt haben wir schon mal 7. Mehrere sehe ich aber auch nicht. Okay, tief einatmen und dann cruisen wir rüber. Und wenn wir Glück haben, finden wir hier direkt einen Hunter. Einen Jäger. Das wäre ultra geil. Oh, schaut echt schön aus. Das Spiel ist wirklich hübsch. Das muss man echt eingestehen. Okay, hier gibt es Hühner. Ich habe keine Ahnung, was der Knallslime frisst. Hey, hey, hey. Da haben wir direkt einen Hunter. Und da hinten ist noch einer. Perfekt, Leute. Und noch einer. Irgendwo ist das Böse. Habe ich ihn ins Wasser geworfen? Ja, habe ich. Das hört sich aber an, als wäre noch irgendwo böse. Ein kleiner Pfützenslime ist hier nicht drin, oder? Alter Schwede. Wow. Suck my balls. Ha. Haben wir noch einen Hunter gekriegt. Läuft, Leute. Läuft. Von den Knallis würde ich fast gern 10 Stück haben. Aber ich sehe gerade keinen mehr. Keinen nicht mutierten. Und tschüss. Ich bin hier voll der Retter. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall 4 Jäger. Slimies. Das sollte jetzt erst einmal reichen. 9 Knall-Slimies, 4 Jäger-Slimies. Das ist auf jeden Fall ein guter Start, Leute. Und ich denke, wir können uns jetzt hier noch das ein oder andere Upgrade gönnen. Und dann läuft die Sache doch eh schon wie geschmiert. Machen wir mal in die Richtung ganz kurz runter. Was ich mich halt frage, ist, wo der radioaktive Schleim ist. Jetzt hier runter jumpe. Komme ich hier wieder irgendwie hoch? Ja, wird schon gehen, oder? Hey, da hinten ist aber auch ein Gebiet.
Schauen wir mal ganz kurz hierher. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen Honig mitnehmen. So. Einmal gewässert. Die sind hier noch alle traumatisiert, die armen Kleinen. So. Dann sprinten wir hier mal durch. Mal gucken, wo wir hier drüben rüber rauskommen. Weil hier ging es doch auch noch weiter. Ja, ich glaube, da waren wir noch nicht. Okay, 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 okay. Da müssen wir fliegen. Kurz Luft holen. So. Okay, das war jetzt easy. Easy peasy, Leute. Was geht denn da hinten? Wow. Hier sind böse Hunter. Aber hallo, sind hier böse Hunter. What the fuck? Was läuft bei euch denn verkehrt? Okay, hier läuft definitiv etwas verkehrt. Keine Ahnung, was für ein Problem die haben. Die haben auf jeden Fall ein größeres Problem. Ein bisschen Kohle. Auch nicht verkehrt. Einmal hier drum herum gucken. Nichts Besonderes. Okay, dann will ich darüber. Puh. So. Das hätten wir dann mal geschafft. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Mann, das Gebiet ist riesig. Das ist brutal. Also hier waren wir noch nie. So. Glaube ich. Waren wir hier schon mal? Nee, oder? Ich wüsste nicht wann. Okay, so leuchtende, alles klar. Mal hier auf die Spitze. Ne, gibt aber jetzt hier nicht wirklich was Besonderes, würde ich sagen. Komme ich hier auch irgendwie wieder weg? Diesen Leuchtslime will ich auch auf jeden Fall noch. Okay, Schatzkapsel. Aber sonst würde ich sagen, gibt es jetzt hier nicht wirklich viel. Okay, wie komme ich jetzt wieder zurück? Den gleichen Weg nochmal zurück, oder? Irgendein Alternativweg. Nochmal hier hoch, wahrscheinlich. Dann hierher. Mal Luft holen. Oh, bist du süß. Aber du stehst mir im Weg. Und meinen Plänen. Oh, das Spiel ist zu putzig gemacht. Wahnsinn. Okay, ich glaube wirklich, ich muss den ganzen Weg hier zurücklaufen. Das könnte echt ein Spaß werden. Okay, hier lang. Das ist okay. Soweit auch noch easy. Da hinten ist ein Hühnchen und da hinten sind dann die angepissten Jäger. Das ist eher uncool. Mal hier schnell durchsprinten. Okay. Hier ist eine defekte Brücke. Ich glaube, das passt soweit. Ich denke, der Weg ist eigentlich ganz wichtig. Ja. Definitiv, das ist der richtige Weg, Leute. Ein Explosions-Slime könnten wir tatsächlich noch mitnehmen. Komm, nehmen wir den hier auch noch mit. Die finde ich eigentlich ganz süß.
Ich finde sie optisch halt sehr schön. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon haben will. Das ist halt die große, große Frage. Ich glaube, 13 davon reichen, oder? Würde ich jetzt vermuten. Aber dich will ich noch haben. Brrr. So, haben wir 3. Das heißt, wir könnten theoretisch noch einen 4. holen. Aber jetzt geht's erstmal heim, Leute. So. 4 Hunter, 5 neue Honigslimes. Das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache. So, 3 mit euch. Nehmen wir hier die Mangos mal. Lecker Mango. Da hinten habe ich noch eine gesehen. Fein. So. Dann haben wir hier die Jäger. Da mache ich hier, glaube ich, noch einen Pool hin. Ja, machen wir noch einen Teich. So. Und irgendwo bräuchten wir halt noch ein Gehege. Ha. Für die Knallslimes. Aber wo? Tun wir die Knallslimes da hinten outsourcen? Das wäre fast eine Idee, oder? Ja, machen wir das. Gehege. Hohe Wände. Fangnetz. Was ist Musikbox? Ich glaube, das habe ich mal gelesen, dass man das braucht. Und kommt den Plot. Sammeln haben wir auch noch hin und schon sind wir wieder pleite. So. Was esst ihr eigentlich? Gestrüpphuhn. Ihr seid auch Fleischfresser. Hm. Und was bringt mir euer Kaki? Okay, wirklich beruhigt seid ihr nicht. Ja, ich glaube, das war es jetzt aber auch. Ziemlich viel mit Hühnern für heute. Irgendwo höre ich noch welche. Ich habe aber keine Ahnung wo. Da ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Okay. Ihr seid echt krank. Ihr seid echt verrückte kleine Viecher. Also das mit der Musik bringt bei euch gar nichts. Euch werde ich mit Sicherheit nicht kreuzen. So, meine Freunde, wir sind aber schon wieder am Ende für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.